Willkommen zu Frequent Traveler TV hier aus der Lounge in Tallinn, aus dem Hilton. Matthias sitzt links von mir, quasi rechts von euch, aber er möchte nicht ins Bild, aber er hat uns auf der heutigen Folge frisch gepresste Themen mitgebracht und ich werde ihn einfach zitieren, wenn er nicht selber sprechen möchte. Oder willst du selber sprechen? Er schüttelt mit dem Kopf, er ist erst auch noch maulfaul. Ja, die Themen, die wir frisch gepresst haben, habe ich für euch aufgeschrieben und zwar in der heutigen Folge von der, wie nennen wir das eigentlich, Frequent Traveler TV, genau. Lufthansa wieder im regulären Flugplan. Nicht so ganz, aber Lufthansa glaubt das. Las Vegas Sicherheitskontrolle als Do-it-yourself, wie Matthias es bezeichnet hat. Und Batik Air Piloten schlafen 30 Minuten. Cockpit-Türe abschließen, einfach Hebel umlegen und dann einfach mal schön lecker schlafen. Und United hatte vier Vorfälle dieser Woche, 4 Stück. Dann gibt es auch noch ein Update zu dem Reifen, der gefallen ist. Ich hatte da etwas missverständlich mich ausgedrückt, aber auch da werde ich mich bessern. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, während ihr hinter mir träumt, den Hafen seht und ein Schiff ein- und ausfahren seht. Die Viking steht ja gerade da, die müsste auch bald gehen. Weiß nicht, seht ihr die überhaupt in meinem Kopf? Mein Kopf ist da, glaube ich, vorne. Da seht ihr die Viking. Nee, andere Richtung, so. Ich vergesse immer, dass es spiegelverkehrt ist. Also Kanal abonnieren, Glocke, Like und so weiter. Ihr kennt das Spiel, Kanalmitgliedschaft. Und jetzt geht es auch mit dem ersten Thema schon los. Und zwar Lufthansa ist wieder im regulären Flugplan. Ihr merkt, es ist eine schnelle Folge, weil ich möchte zugleich schwimmen gehen und dann geht es heute am Steak. Also. Und ich mache noch eine zweite Folge heute, die ich aufnehme. Und das ist für alle, die den Kanal abonniert haben, können das heute schon sehen. Den meinen Mittwoch, aber an einem Samstag. Und wer es nicht abonniert hat, als Business Class und höher, muss es dann morgen oder übermorgen erst gucken. So, jetzt aber mit der Lufthansa. Die Lufthansa ist in dem tiefen Glauben, dass man wieder im regulären Flugplan ist im Laufe des Tages. Es können natürlich hier und da noch einzelne Flüge ausfallen. Tausende Flüge sind ja betroffen gewesen. 1000 sind ausgefallen vorgestern, heute davor auch. Die 25.000 Beschäftigten der Verdi sind im Ausstand gewesen. Die Sicherheitsleute sind im Ausstand gewesen. Die Kaffeemaschine ist im Ausstand. Die fängt jetzt an, da auch was zu piepen. Ich weiß nicht, wie weit ihr das hört. Ihr könnt ja mal unten schreiben, ob ihr sowas hört. Ja, es wird also, wie gesagt, jetzt wieder, nachdem der Streik beendet worden ist, um 10.10 Uhr normal gefahren. Aber es dauert halt wirklich in der Tat immer noch ein bisschen, bis das Ganze so ist, wie es sein sollte. Und wenn ihr betroffen seid, locker durchatmen, geht in die Lounge. Auch dazu haben wir ein Thema am Meilenmittwoch. Ich teaser das einfach, damit ihr auch Kanalmitglied werdet, ob Business Class, damit ihr sowas auch früher seht. Ne? Ist halt so. Gut, damit haben wir hoffentlich das Streikthema zumindest für diese Woche wahrscheinlich vom Tisch. Woche ist morgen ja leider zu Ende, deshalb Montag wieder ein neues Spiel. Und die Sicherheitskontrolle, die streikt ja auch. Und da ist vielleicht etwas für uns interessant, was wir in Las Vegas sehen. In Las Vegas gibt es etwas, was Matthias Do-It-Yourself-Security nennt. Und da habe ich euch ein kleines Video mal vorbereitet, was der lokale Sender dort gesendet hat. Da seht ihr das auch. Und da seht ihr halt die Sicherheitskontrolle, wie sie normal ist. Man geht durch den Nacometer, legt seine Sachen drauf, alles tippitoppi. Und dann geht das halt weiter. Aber man möchte, dass man so etwas als Selbstfahrer macht und da dann kein Personal mehr braucht. Also das heißt, dass man wirklich Arbeitsplätze spart, hat natürlich einmal den Vorteil, dass man sagen muss, wenn in Las Vegas das getestet wird am, ich muss gerade ablesen, den Harry Reid International Airport und Mario wird es freuen, da vielleicht dann gar nicht mehr darauf angewiesen sind, dass die Leute aus der Security arbeiten, ne? Weil vielleicht wird das so sein wie bei der Bundespolizei, da hast du einfach, ich weiß nicht, 5 Geräte, 10 Geräte und da sitzen dann nur 2 Leute hinter der Glasscheibe und gucken, was du machst und damit ist der Käse gegessen. Das heißt also, aus einer ganzen Operation, wo du halt 4, 5 Mann brauchst, hast du auf einmal dann keinen mehr, weil die Lines zusammengefasst werden, kann ich mir schon vorstellen. Auf jeden Fall ist es so, dass es dann auch per Lichtmarkierung alles gezeigt wird, was man tun sollte. Ihr habt das ja auch in dem Video gesehen, wo dann die Position im Nacometer gezeigt wird und in welche Richtung man gehen soll. Alles wirklich ohne Menschenhand und alles mit, ja, ich denke mal, mit Artificial Intelligence. Die TSA möchte von uns das Feedback haben, möchte von uns hören, wie wir das Ganze finden. Und ich, wenn ich das so in mir reinhorchend so durchexerziere,
ist schon ein bisschen creepy, das Gefühl, wenn man normalerweise überlegt, dass man doch, wenn man am Flughafen ist, angeraunt, sind die Taschen leer oder alle Flüssigkeiten auf dem separat raus, ne? Ist das ein 1-Liter-Beutel? Also man vermisst vielleicht dann auch diese ganzen Sachen, wo man angemault wird, dass man das dann nicht ordentlich gemacht hätte. Aber da könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr da wirklich auch irgendwie eine Vermissung habt wie ich oder ob ihr sagt, nee, Gott sei Dank, weg den Dreck. Die nächste Technologie, die wir haben wollen, ist automatisches Tanken, aber wirklich flächendeckend und nicht nur bei einigen Tankstellen. Also insofern bin ich mal gespannt, ob ihr diese Do-it-yourself-Security auch mögt. Habe ich da die Frage des Tages zu gemacht? Matthias, haben wir die Frage des Tages dazu gemacht? Warum? Du sagst jetzt, er redet mit mir nicht. Er redet nicht mehr. Ja, die Frage des Tages ist ganz genau auch von dem Las Vegas-Thema. Mögt ihr eine Selbstfahrer-Sicherheitskontrolle, wo ihr quasi keinen menschlichen Kontakt habt? Und wenn wir ehrlich sind, man kann jetzt sogar einchecken ohne menschlichen Kontakt, dann kann man durch die Security ohne menschlichen Kontakt, Boarding kannst du auch ohne menschlichen Kontakt, dann ist es ja auch wahrscheinlich nicht mehr weit, dass man ohne menschlichen Kontakt fliegt, also in der Drohne. Also da könnt ihr einmal schreiben, zu der Security, ob ihr das mögt. Das mit dem Fliegen weiß ich, das mögt ihr nicht, das mag ich nicht. Da gibt es keine zwei Meinungen. Und die andere Sache ist, oder inwiefern ihr da Sorgen, Ängste oder Nöte oder Probleme habt, dass etwas da nicht funktioniert. Ich selber kann nur sagen, wenn ich meine Sachen in Helsinki zum Beispiel durch die Sicherheitskontrolle, durch diese Röntgenmaschinen schicke, dass ich haargenau weiß, wie ich etwas hinlegen muss, damit es kontrolliert werden muss oder wie es nicht kontrolliert wird, weil ich halt sehr viel Elektronik habe. Und interessanterweise habe ich auch eine Sache festgestellt: Wenn die Wanne mit meiner Jacke, die relativ leicht ist und mit ein paar Schlüsseln, Handy und so weiter drin ist, und die Wanne selber zu leicht ist, dann geht die auch zur Sicherheitskontrolle. Das ist auch suspekt. Also zu schwer ist suspekt, zu leicht ist suspekt. Das nur so als kleiner Hinweis, was ich erlebt habe als Erfahrungswert. Jetzt könnt ihr nach 7 Minuten und 2 Sekunden in der heutigen Sendung auf Batik Air eingehen. Und zwar, wer von euch ist mit Batik Air schon geflogen, hat mit den Freunden Erfahrung gemacht? Da sind Piloten, ja, ich sag jetzt mal locker, lecker, entspannt schlafen gegangen. Der Niederländer nennt das ja lecker schlafen. Grüße übrigens an Wings and Rails, Rails and Wings. Und die haben gleichzeitig eine halbe Stunde geschlafen. Ich kenne das, dass man natürlich so eine Art Controlled Rest macht. Das heißt, also der eine ist wach, der andere macht dann quasi nur diese, ihr kennt das vielleicht von zu Hause, wo ihr den Schlüssel in der Hand habt. Und dann, wenn der Schlüssel gefallen ist, geht es weiter mit dem Auto oder sowas. Also solche Sachen. Das ist halt so eine Control Rest. Aber dass beide da vor sich hinschnarchen, halte ich für äußerst sportlich und die Kabine auch abgeschlossen haben, so wie ich das verstanden habe. Und das ist für die Crew natürlich ein Problem, weil da werden ja Erinnerungen wach und so weiter. Also da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, dass so etwas uncool ist. Und Batik, er hat dann natürlich jetzt Hinweise gesammelt und geguckt, was man tun kann. Man hat dann festgestellt, dass einer der Piloten keinen erholsamen Schlaf hatte. Und nicht während er im Cockpit war, sondern vorher, ne? Und zwar das, was er gemacht hat, war am Tag vorher. Er ist mit seiner Familie umgezogen. Er war dann bis 19 Uhr, bis 19 Uhr ist er da auf Chip gewesen. Um 19 Uhr ist er dann ins Bett gegangen für den Nachtflug, ist aber mehrmals aufgewacht, half seiner Frau mit den Babys. Und 2 Monate alte Zwillinge haben die. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Da hast du nicht nur doppelt, sondern dreifach Spaß. Und die Mitternacht war dann, Mitternacht war dann sein Wake-up, heißt also im Prinzip, er hat gar nicht geschlafen. Und dann ist auch nicht verwunderlich, dass er da dann unausgeschlafen und auch ja, müde war. Bei der Lufthansa oder bei einer Finnair würde man anrufen und sagen, du, ich habe Fatigue, was natürlich dann in meinen Augen auch der vernünftige Weg ist. Aber es gibt halt Fluggesellschaften, wo du so etwas nicht machen kannst, weil du da dann Konsequenzen hast. Du hast bei Lufthansa und bei Finnair hast du auch Konsequenzen, wenn du das jetzt quasi jeden dritten Tag durchziehst, ne? Aber grundsätzlich, wenn man mal anruft wegen Fatigue, wir kennen das ja selber, man hat schlecht geschlafen oder wie auch immer, man fühlt sich nicht wohl und man geht dann zur Arbeit, das ist im Büro macht, da passiert ja nichts. Im Büro, da kannst du höchstens vom Bürostuhl fallen. Aber wie ist denn das, Matthias? Da ist ja auch, bist aber versichert gegen, ne? Lach nicht. Und ich finde es schade, dass er da so. Vielleicht seht ihr in der Spiegelung, in der. Nein, ihr seht ihn nicht. Er hat sich extra. Na egal. Also auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Im Flugzeug ist sowas natürlich unangenehm, gerade wenn es Piloten sind. Ist aber auch bei Cabin Crew ein Riesenproblem, Fatigue.
Aber Airbatik muss da jetzt was ändern, heißt also, man muss jetzt da Anleitung machen, man muss komplette Verfahren machen. Deshalb haben die Fluggesellschaften ja auch alle Fatigue-Management, Fatigue-Reporting, dass man da wirklich auch Konsequenzen draus zieht. Da muss Airbatik auch ran. So, geht so. Wer woran muss, das ist, sind meine Freunde von United. Und da muss ich erstmal kurz eine Sache korrigieren, um ehrlich zu sein. Und zwar hatte ich gesagt, die Maschine wäre, die das Rad ab hat heute Morgen. Also je nachdem, wann ihr guckt, das war am Samstag. Das Rad ist abgewesen auf San Francisco, aber man ist in Los Angeles dann gelandet. Das heißt also, man ist dann von San Francisco aus nach Los Angeles geflogen. Hatte natürlich zwei exogene Nebeneffekte. Einmal, weil man volle Tanks hatte, weil man nach Tokio wollte. Und das andere ist, ich glaube, die Base in Los Angeles ist größer. Aber egal wie, man ist dann in Los Angeles gelandet. Das war der Los Angeles-Bezug. Das ist einer von vieren in der Woche. Dann haben wir noch den Vorgang gehabt, dass die Freunde bei United ein Flugzeug, ja, im Prinzip so kann man sagen, auf den Arsch haben. Also da ist das Hauptfahrwerk weggebrochen auf der einen Seite und dann hat man ja, Späßgen gehabt. Da gibt es leider ein Video, habe ich dazu ein Bild. Ein Bild habe ich nicht. Ich habe nun dann ein Video zu, was bei United ist. Ich kann euch das leider so nicht zeigen. Ich muss mal gucken, ob ich mache mal einen Screenshot kurz von dem Video. Dann habt das drauf. Hier und einmal über den kleinen Monitor geschoben, da seht ihr das Bild und so sieht das aus, wenn der Flieger das Fahrwerk weg ist und man auch im Gras hängt. Und ehrlicherweise ist das dann noch ein Problem. Und Gott sei Dank ist ja bei der 777 nur das Auto zerstört worden. Dann ist das so, dass der Flieger ins Gras rollt und dann das Fahrwerk eingeknickt war. Dann haben wir noch anderen Vorfall mit einem 320er, der von San Francisco nach Mexiko unterwegs war. Der musste in Los Angeles ebenfalls notlanden, nachdem die Besatzung ein Hydraulikproblem gemeldet hatte. Also das ist etwas, ja, ich würde jetzt sagen, oh, hier habe ich das Bild vergessen. Würde ich sagen, das ist wie im Fußball. Hast du Scheiß am Fuß, hast du Scheiß am Fuß. Und die haben halt einen schlechten Lauf. Und hier für alle, die jetzt die 737 Max-Hater sind, das wäre mit dem 320er auch so passiert, wenn du da in die Wald- und Wiesen eingerollt wärst. Also insofern, da können wir jetzt Boeing so viel wie die gerne schelten und so gerne auch der Kollege sagt, die 20 Zentimeter sind immer fehlend in der Kabinenbreite. Glücksdrache an dieser Stelle. Ja, ich weiß, aber das ist eindeutig Pilotenfehler, höchstwahrscheinlich, ne? Wenn ihm da nicht die Hydraulik oder sowas abgehauen ist. Aber schauen wir uns das Ganze nüchtern später an. Da ich Matthias versprochen habe, dass wir schwimmen gehen und ich noch eine zweite Sendung aufnehmen muss, machen wir heute nur vier Themen. Wir machen es relativ kurz. Ihr könnt es auch kurz machen, den Kanal abonnieren, Glocke anmachen, Like anmachen. Ist alles kostenfrei. Oder aber die Kanalmitgliedschaft, weil ihr sagt, ich möchte den Kanal unterstützen, ich möchte die Sendung früher sehen und ich möchte den Meilen Mittwoch am Samstag auch heute schon sehen. Machen. Also danke dafür für euch an dieser Stelle dann einfach den Abspann und ich mache jetzt einfach den polnischen. Nee, ich sage noch Tschüss vorher, dann machen wir nicht polnisch, ne? Matthias, du weißt, was Polnisch ist, ne? Ich krieg ihn nicht dazu bewegt, dass er was sagt. Sag doch auf einmal zumindest mal Tschüss oder so. Die denken, du bist nicht da. Ne, er winkt nur ab, er winkt nur ab. Also, wir machen weiter mit dem Stammtisch. Viel Spaß, tschö mit Ö und Abspann für euch. Also, bis dann, ciao. Und Matthias, kommentier drunter. Thank you.